Was geht ab, ihr geilen Klubschis? Herzlich willkommen zu einer Neuauflage von Gratis Spartis. Wer es nicht kennt, ich hatte das damals schon mal gemacht mit den Leuten, die ich dann zusammen den Kanal betrieben habe, dass wir so kostenlose Spiele vorstellen, entweder die einfach so kostenlos im PlayStation Store sind oder im Angebot für PlayStation Plus. Und da wollte ich dann jetzt mal weitermachen, denn es gibt echt viele kostenlose Spiele, die möchte ich euch vorstellen und vielleicht wollt ihr dazu dann auch sogar mehr sehen als nur ein Video, wo ich das einfach mal vorstelle. Vielleicht wird daraus dann sogar ein Let's Play. Könnt ihr mal einfach mal schreiben, auf welche Spiele ihr dann Bock habt und ja, worauf ich dann auch Bock habe, werde ich dann natürlich auch gucken. Erstmal hier, man sieht schon oben links Blacklight Retribution. Ich habe das genommen, weil ich das schon ein bisschen kenne. Ich hatte das schon mal ein bisschen gespielt. Ich bin Level 12. Level 8 bin ich oben rechts. ich bin doch Level 12, oder? Keine Ahnung. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal ein bisschen gespielt. Ist aber auch schon länger her. Habe auch zwei Videos dazu gemacht. Eigentlich ist es free to play, aber man muss am Anfang 2 Euro irgendwas, glaube ich, bezahlen, weil man halt noch so 500 von dieser Kaufwährung dann hat, von diesen Z-Coins, wie man unten rechts sieht. Die kauft man dann quasi damit. Also 500 kriegt man dazu, wenn man das Spiel holt, und sonst kann man das Spiel leider nicht haben. Also eigentlich free to play, aber man muss 2 Euro irgendwas bezahlen, damit man das dann hat wegen diesen Z-Coins. Ja, ansonsten eigentlich wie free to play man sich das eigentlich vorstellt. Man hat verschiedene Waffen, das ist ganz gut. Und dann hat man hier halt, du kannst das, die Waffen zeitlich freischalten für einen Tag oder permanent, das kostet natürlich mehr. Momentan habe ich 6800, also momentan könnte ich echt nur für einen Tag freischalten, aber da würde ich eher sparen auf permanent. Und natürlich kann man sich die auch direkt kaufen, wenn man Geld ausgibt, dann für diese Z-Coins 300 für das Präzisionsgewehr, um das permanent zu haben, um 35 pro Tag. Und das hast du halt bei jeder Waffe. Manche kosten natürlich unterschiedlich, weil die besser sind oder so. Alter, geil, eine AK. Voll nice. Und ein Bogen. ja. Und dann kann man auch mehrere Sachen drauf machen. Die Mündung. Ich weiß gerade, kann man dazu noch was anderes sagen? Mündungsende? Keine Ahnung. Irgendwas mit Mündung auf jeden Fall. Also das Ding, was halt vorne rausguckt bei der Waffe. Dann der Lauf, Zielfernrohr, Magazin, die Munition. Da kann man jetzt sogar Brandmunition und Toxic Rounds, also vergiften. Ich weiß noch nicht, wie sich das verhält. Ich glaube, das stelle ich mir momentan ein bisschen OP vor. Und man kann da auch so kleine Gimmicks ranhängen an die Waffe. Das ist schon ganz nice gemacht. Natürlich gibt man dann auch die Sekundärwaffen noch, wo nicht nur die Pistolen runterfallen, sondern auch die Schrotflinten. Und das Ding, ist einfach das geilste Hinterladerpistole. So, ja, dann kann man auch noch die Rüstung ändern. Die entscheidet darüber, das seht ihr unten rechts, aufladen, also wie schnell man die Fähigkeiten wieder kriegt, wenn ich mich daran richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr. HRV, damit kann man durch die Wände sehen. Das werde ich euch noch zeigen. Dann natürlich, wie lange man rennen kann, wie schnell man rennen kann. Die Panzerung, wie viele Ausrüstungsslots man mit hat, das seht ihr gleich noch. Und die Gesundheit, also das wirkt sich schon auf einiges auf. Entweder ist man der schnellere Typ oder man ist so ein kleiner Panzer. Das kann man sich, Alter, voll nice, kann man sich dann selbst aussuchen. Auf jeden Fall, es ist schon länger her, als ich das gespielt habe, und die haben hier echt einiges geändert. Also es gibt einige neue Rüstungen und alles. Was ist hier? Trophäen, okay, da hat man eine Taschenlampe. Alles klar. Ja, dann gibt es natürlich auch Körperpanzerung, keine Frage. Hier so ein krasser Ding oder hier einfach gar nichts. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, und Hosen kann man dann auch noch. Tarnmuster, auch das ist möglich. Das haben die auch neu reingebracht. Auch bei den Waffen kann man das haben. Ja, das war's hier. Und dann Ausrüstung. Man kann Granaten mitnehmen, Messer, betäubender Schuriken, das ist auch nice. Ja, Brandschutzausrüstung, Elektroschutzausrüstung, halt unendlich viele Sachen, die man mitnehmen kann, wenn man hier mal so guckt. Richtig viele Granaten und was man sonst noch so benutzen kann, was sehr hilfreich ist. Und
Ja, hier zum Beispiel kann man noch Wiederbelebung rein machen, also dass man Leute wiederbeleben kann. So ein Schutzschild oder dass man von diesen HRV schlechter gesehen wird. Und was man hier sonst noch alles mitmachen kann. Munition, Respawn-Signal, also einiges, was man eigentlich auch schon aus anderen Spielen kennt. Und das hier, das ist quasi das, was das Spiel einzigartig macht, finde ich. Es gibt nämlich Depots auf der Map. Da kann man rangehen. Man verdient sich innerhalb des Spiels, je nachdem, was man gerade macht, Punkte. Also Coins, CP heißen die hier. Und kann sich davon dann Sachen kaufen. Also zum Beispiel Munition oder hier so einen richtig geilen Panzeranzug. Leben oder einen Flammenwerfer. Und da kann man ordentlich was machen. Was ist das denn? Alter, ein Kampfroboter. Das ist schon nicht schlecht. Also das hebt sich dann doch dadurch ziemlich ab von anderen Spielen, die ich bis jetzt so kenne. Und damit haben wir hier eigentlich alles gesehen. Und dann würde ich sagen, suche ich mal einfach ein schnelles Spiel. Und dann können wir auch gleich mal Delect, auf jeden Fall direkt loslegen mit dem Spielen. Dann kann ich euch das auch mal alles in-game zeigen. Da muss ich aber auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, denn als ich das Spiel gespielt habe, da war gerade die Jahrtausendwende. Nee, aber das ist schon verdammt lange her. So, okay, der wunderschöne Ladebildschirm. So. Alter, was ist denn hier los? DM ist Deathmatch, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 gegen 8 geht. Nicht schlecht. Es gibt nicht nur Multiplayer, also das, was wir jetzt gerade spielen, PvP. Es gibt auch PvE. Also da gibt es dann Zombie-Horden, die einen angreifen. Und da muss man dann überleben. So. Wir sind hier jetzt unterwegs. Ich finde, dafür, dass das Free-to-Play ist, ist das eigentlich richtig gut. Also von der Grafik her, es ist natürlich kein COD oder so, aber es ist auch nicht sonderlich scheiße. Ich finde, man kann es spielen, auf jeden Fall, wenn man nicht so eine Grafikhure ist. Oh, hier ist schon einer gestorben. Und ich habe noch gar keinen gesehen, Alter. Was ist denn hier los? Da ist einer. Nein! Scheiße. Da hat er mich direkt weggenudelt, ey. So. Also ja, dafür, dass es Free-to-Play ist, auf jeden Fall spielbar. Mehr als spielbar, finde ich. Jawohl, da haben wir den ersten Kill von hinten weggeholt. Jawohl, und da direkt der zweite. Ich sollte das mit meinem Scuff spielen. Dann kann ich mich nämlich besser hinhocken. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich war sogar mal richtig gut in dem Spiel. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich die Gegner mal so richtig aufgemischt habe. Also wenn man ein bisschen reinkommt, dann geht das auch. Steuerung ist natürlich auch ein bisschen anders. Ist ja auch kein AAA-Titel oder so. Sondern Free-to-Play. Aber auch das ist echt vollkommen in Ordnung, finde ich. Dafür, dass es halt Free-to-Play ist. Ah, scheiße. Oh, lol, den habe ich doch getötet. Was macht er denn hier, Alter? Er war leicht verwirrt. Aber es soll mir recht sein. Warte mal, ich höre doch da jemanden rumlaufen. Ich höre hier doch irgendjemanden rumlaufen, Alter. Ist er da? Oh. Ja, ihr seht, ich muss ein bisschen reinkommen. Oh, nice. Da hat mir mein Teamkamerad mal schnell den Arsch gerettet. So, ihr seht schon unten links. Ich habe 100 Leben. Man regeneriert bis zu einem gewissen Punkt. Aber man kann sich halt auch noch welches kaufen. Und da bin ich tot. Ich kann auch gleich nochmal zeigen. Ich habe jetzt auch schon gut was an Credits verdient. 625 habe ich. Moment mal. Hier. Das ist das HVR. Man sieht halt so, wo die Depots sind. Das sind diese weißen Kreise, wo die Gegner sind. Und wo die eigenen Leute sind. Das muss ich aber immer aufladen. Alter, Kopfschuss. Easy. Geh nach Hause. Geweckt, Alter. So, da kann ich jetzt zum Beispiel gucken. Da kommen sie gerade aus der Deckung raus. Und da habe ich ihn weggeholt. Ich weiß leider gar nicht mehr. Ja, mit L1 wirft man Granaten und so. Oh, scheiße. Da kam er von hinten. Das war ungünstig.
So. Also, das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich das halt länger nicht gespielt hatte und sich so viel geändert hat. Dass viele Sachen neu reingekommen sind, das zeigt halt, dass die Entwickler da immer noch mit bei sind. So, ich kann hier jetzt mal kaufen, Viereck drücken. So, und dann habe ich hier mein Ausrüstungsmenü. Ich kann Munition kaufen, Leben oder diese Special-Waffen. 1300 brauche ich für den Kampfanzug. Ja. Währenddessen ist man natürlich angreifbar. Kannst hier nichts machen. Alter, was macht der Typ denn? Das sah ja minimal scheiße aus. Okay. Ist natürlich so ein kleiner Wallhack, aber da den jeder machen kann. Und die Maps auch relativ groß sind, also größer als die COD-Maps. Da kann man das dann, denke ich, auch mal machen. Alter, der hat mich mit Brandmunition angezündet, ey. Holy Stinker, ey. Alter. Okay, ich kann jetzt so einen Roboter holen. Mache ich gleich auch mal. Bam, Killsträhne. Ah, okay. Ja, bin ich tot? Dann machst du nichts. Aber wir haben auf jeden Fall schon ordentlich Kills gemacht. Okay, da steht einer. What? Mit einer Granate. Alter, du scheiß Stinklöffel. So, da kann ich mir jetzt den holen. Und dann muss ich den hier ranrufen. Und man kann da auch irgendwie rein. Viereck gedrückt halten. So. Jetzt bin ich hier in meinem geilen Kampfanzug. Hab 15.000 Rüstung. Eine Railgun und eine Minigun. Also. Ich kann auch so nach vorne stürmen. Okay, der ist tot. Oh, hoppala. Ich muss ein bisschen reinkommen in die Steuerung hier. Man ist natürlich langsamer unterwegs, keine Frage. Aber dafür gut gepanzert. Wo kam der denn hierher, ey? Alter, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack, ganz ehrlich. So, den will ich jetzt haben hier. Okay, ich habe nur noch 1900 Rüstung. Holy shit. Ja, also man kann den besser spielen, keine Frage. Was? Der Typ alleine hat gewonnen? Ach ja, Deathmatch. Das war gar nicht Team Deathmatch. Stimmt. Das war jeder gegen jeden. Ja. Das war quasi die erste Runde. Und wir können ja gleich nochmal in den Zombie-Modus reingucken. So, 95 GP, SP-Verdoppler. 190. Okay. 10 Kills, 8 Tode, 2 Assists. Ja, das kann man mal haben für die erste Runde. So, Moment, ich gehe mal raus. Und dann können wir uns noch mal den Überlebensmodus angucken.